Ja, hallo, liebe Angelfreunde. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich heute mal im Wasser und nicht am Wasser. Wobei das ja fast das Gleiche ist, aber es sind heute, habt ihr eben gerade auf der Uhr gesehen, um die 40 bis 50 Grad in der Sonne. Und das ist einfach, wo willst du da angeln? Da beißt da kein Fisch. Aber hier vielleicht. Und deshalb seid ihr dabei, wenn ich jetzt hier eine kleine Tour mache. Alles klar, ich mache euch wieder an, wenn es was gibt. Achso, ich habe ganz vergessen zu sagen, ich habe noch eine GoPro dabei, damit werde ich euch ein paar Unterwasserbilder noch präsentieren. Und ich habe eine feine 1 bis 5 Gramm Rute dabei. Da ist ein kleiner Spinner drauf. Der ist natürlich jetzt relativ schwer. Das ist der geheime Geheimköder von Jensi, der Jensi Phantom Legend. Der ist einfach für alle Belange des Spinnfischens total geil geeignet. Und die Rute ist ein bisschen kürzer als sonst. Ja, weil ich kann den Fischer direkt zu mir hin buxieren beim Drill. Das macht eigentlich alles keine Probleme und ich habe auch hinten den Kescher noch dran, alles gut. Badehose, Badeschlappen an, so, also mal wieder top ausgerüstet. Okay, bis später. So Leute, draußen sind 35 Grad, hier im Wasser ist es absolut angenehm, kann ich euch nur empfehlen, also echt gut. So, ich bin jetzt wieder fast im Wasser, ich kann also da unten schon die Fische sehen, die in der Strömung stehen und jagen. Das werden Döbel sein oder Forellen. Klingt gut. Okay. Gleich einen Wurf machen. Oh shit, hier stand eine große Forelle eben. Eieieiei, das ist ärgerlich. Wow. Was war denn da los? Genau hier vorne. Das ist jetzt nicht so die Angelei, die ich mir gedacht habe, vom Ufer aus, aber egal. Wir sind ja auch Fisch aus und nehmen alle Tricks in Kauf. Hey, schöne Forelle. Schade, schade, schade. Das wäre es gewesen. Sogar noch ohne Polarisationsbrille gesehen. Gibt's ja gar nicht. Oh, Fisch! Und das ist eine Topforelle. Zack, da ist es. Ach was. Habt ihr das gesehen? Oh, wunderbar, das ist Angeln. Und noch ein Finger aufgepiekt. Ah, nee. Ja, das war natürlich wieder so eine klassische Nummer. Super, Markus. Aber ich kann euch sagen, der Kescher, der leistet mir echt gute Dienste. Also der ist halt aus gummiertem Material. Und ich habe jetzt innerhalb von 10 Sekunden
die zwei Drillinge da wieder rausgefummelt. Das war also überhaupt keine große Sache. Ja, ob ich jetzt hier nochmal eine Forelle dran kriege ans Band, das ist so eine Sache. Das wird wahrscheinlich eher schwierig. Und wieder ein Fisch. Wieder eine Forelle. Schöne Forelle. Ja, jetzt hat wirklich alles funktioniert. Eine große Forelle gesehen, zwei innerhalb von 10 Minuten gefangen. Super. Perfekt. Ja, die hatte eine schöne Größe Astrein. Gut, weiter geht's. So, der nächste Fisch ist gebissen. So, ich bin jetzt am Ende der Tour angelangt. Es gab ein paar Forellen, es gab ein paar Döbel, keine Barsche, aber es war wie immer ein toller Ausflug. Ich mache jetzt so die letzten Würfe nochmal auf dem Rückweg, nochmal die Stellen abklappern. Bislang hat sich da nichts getan, also es bewahrheitet sich, Strom aufgehen ist eigentlich der Schlüssel zum Sieg,